So, heute mit neuer Cam, also jetzt mit neuer Cam. Ach ja, jetzt erkennt man sogar, was auf dem Ring ist, ne? Finde ich super. Ja, die hat auch dementsprechend gekostet. Also ich bin froh, dass die so gut rüberkommt oder gut ankommt. Ich habe 120 Euro ausgegeben, fast. Typisch ich. Den Monat konnte ich es mir halt auch mal leisten, ne? Dank euch. So, das ist mir so egal. Guy, I hear you not. I hear you not. Du hörst mich nicht. Can you me hear? So ein Luftding kurz, ich habe den Namen vergessen. Kein Ventilator, so eine Standklimaanlage halt. Und die Standklimaanlage hat 65 irgendwas gekostet. Die Kamera hat 30 gekostet. Dann habe ich mir noch Bettwäsche gekauft. Das hat mich auch nochmal einen Zehner gekostet. Muss man überlegen, was habe ich mir noch gekauft? Achso. Nee, Quatsch, warte. Hä, was habe ich mir noch gekauft? Nee, das war's. Naja. Ein Resound habe ich mir noch geholt, aber der kostet bloß ein paar Euro. Also 60, 70, 98, 100, ja, knapp 125, knapp 115 Euro habe ich ausgegeben. Einfach einen Account machen mit einem nicht bekannten Namen, mit einer nicht bekannten E-Mail und das dann verlinken. Das geht genauso, weil dann findet man dich nicht so leicht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du nicht wegen mir irgendwelche Probleme kriegst. Freue mich auf jeden Fall, dass du da bist und dass du dich nicht unterkriegen lässt. Wenn man meinen Namen googelt, findet man meine Webseite und das solltest du vielleicht nicht unbedingt hier reinschreiben. Ich verstehe, ey, blabla nicht, Alter. Wie kann man von Metal, von Sonat Arctica und ähnlichen Sachen, wie kann man von solchen geilen Scheiß zu Dubstep wechseln? Ich meine, Dubstep ist auch mal ganz cool ab und an, aber wie kann man Metal komplett verraten dafür? Verstehe ich nicht. Ja, ich finde es nur schade, dass ich meinen anderen Ring nicht mehr habe. Naja. Aber der... Den habe ich mir damals, als ich mir den gekauft habe, und mir den geschworen, dass ich den der Person gebe, mit der ich meine erste Nacht verbringe. Und das habe ich auch gemacht. Schade eigentlich. Und trotzdem finde ich es schade. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir gerne sogar. Aber wenn ich das mit dir mache, dann muss ich das mit anderen auch machen. Und das kann... Mal wenn ich leiser mache hier. Wozu den Glückwunsch, Illidan? Musik zu laut. Das ist Metal, das kann gar nicht zu laut sein. Es geht ziemlich hoch. Hält ein Mann die Arme auf. Stört er nun und zögert noch. Bobpen.de. Was soll das sein? Wir sehen. Stell mich in die erste Reihe. Und schreie. Anzuhassen. Ja, nochmal nach oben. Und der Mob fängt an zu toben. Innereien. Kommt immer drauf an, wie man den Ton sagt, ja? Der Ton macht die Musik, sagt man so schön. Und ich habe keinen Bock, dass ihr mich kritisiert, weil keiner von euch ist perfekt und deswegen habt ihr auch nicht das Recht, mich zu kritisieren. Spring! Alter, ich kriege heute meine kratzige Stimme nicht hin. Auf die Brücke. Von hinten in den Rücken.
sehen von dieser Schmach. Heim nach. Jeder das Recht, zu kritisieren, da du dich öffentlich bewegst und damit deine Kohle verdienen willst. Nein, genau das ist der Punkt. Niemand hat das Recht, einen anderen Menschen zu kritisieren, wenn er nicht perfekt ist. Und Drool, ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der weniger perfekt ist wie du. Also bist du der Letzte, der hier groß die Fresse aufreißen sollte. Okay, Schnuckiputz? Ich trage eine Jeanshose. Mit Wichsflecken. Nee, ist Samir. Vom Kochen vorhin. Könnt ihr euch bei Drool bedanken? Dem kleinen arschgefickten Gummifotzenviech.